So, und damit bin ich dann einmal hier bei dem BGA-Gelände von Aggressives Brinker. So, Mann, jetzt fehlen mir gerade die Worte. Ich habe jetzt gerade hier nochmal geguckt ins Silo. Das sind knapp 2,3 Millionen Liter als Füllstand, der hier angezeigt wird in dem Silo. Also das ist eine richtige Menge. Wenn ich jetzt mal hier von oben gucke, wurde da auf jeden Fall ordentlich eine Menge zusammengefahren. Und dann aber guckt ihr mal bei uns ins Büro rein. Konntet ihr jetzt gar nicht sehen. So vielleicht, es ist eine ordentliche Menge. Ihr hattet ja von dem ersten Schnitt schon gesehen, da hatten wir nur den kleinen Teil von dem Partnersilo da vollgefahren. Und hier wurde es jetzt mal eben fast tutti kompletti vollgefahren. Jetzt aber nochmal der Blick ins Büro rein. Und da sieht man, dass wir dokumentiert haben, auf knapp 15,5 Hektar haben wir hier 716.757 Liter, also sprich 13,9 Hektar bummelig pro Hektar, 13,9 Tonnen pro Hektar. Boah, jetzt wird es aber gefährlich, ne? Die wir da geerntet haben und dann eben an Agrarservice Brinker verkauft haben. Genau, ich glaube, das ist jetzt erstmal die einzige Statistik, die ich euch so dazugeben kann. Was ich aber nochmal dazu sagen kann, fürs nächste Jahr, da seht ihr hier unsere Fruchtfolgeplanung schon. Und ich kann es vielleicht nochmal ein bisschen größer für euch machen. Und da seht ihr schon, dass wir den Zwischenfrüchten den Ölrettich dazwischen bringen und vor Körnermais eben, hier vor Körnermais, da muss ich gerade mal nachdenken, ob wir da ohne Zwischenfrucht arbeiten oder was da genau der Plan ist, auch der 132 auch. Ach, da seht ihr schon, da haben wir etwas, ja, was aktuell noch erlaubt ist. Ob das in Zukunft so bleiben wird, ist laut Prezi steht das auf jeden Fall fraglich da. Hier folgt Mais auf Mais. Das ist möglich, das kann man machen. Ich denke, ackerbaulich begründbar. Wir brauchen es auch. Aber ja, ob das so bleiben wird, ob es da irgendwann mal Auflagen zu geben wird, die das dann eben unterbieten, das wird sich dann zeigen, dann würden wir uns natürlich dem auch anpassen. Noch ist es möglich und deshalb ist hier keine Zwischenfrucht, sondern hier folgt Mais auf Mais. Ja, das erstmal denke ich dazu. Wir gehen mal raus aus dem Büro. Ich hatte gesagt, ich möchte jetzt auch eben den Stoppelsturz anreißen. Dazu gehen wir dann eben zurück an unseren Hof Bertels und werden nochmal mit dem Stoppelsturz weitermachen und da die Fläche 57 bearbeiten. Und wenn wir da nochmal ins Menü reingucken, was abgeerntet ist, die 52 wartet natürlich auch noch. Die 33, da könnten wir tatsächlich auch direkt starten. Das wäre vielleicht die einfachere Variante. Schön hofnah direkt arbeiten. Da ist das Käffchen bei Inge dann immer sofort mit dabei. An der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht Spaß und vielleicht bis bald oder bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüssing.